Einen recht angenehmen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zum Magolor Epilog, dem besten Spiel aller Zeiten. Das sage ich jetzt schon. Guys, wir haben beim letzten Mal die komplette erste Welt schon abgeschlossen und herausgefunden, dass dieser Magolor DLC besser als das Main Game ist, denn wir haben hier ein wunderbares Level-System und können direkt auch schon ein paar Sachen ergrinden. Sporten über längere Distanz hilft mir schneller an meine alten Kräfte zu hängen. Jede Sekunde der Wartezeit sind zu viel. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Ich würde gerne länger fliegen können, ja. Aber auch mehr Magiesphären wären auch immer ganz cool. So, aber wir schauen jetzt direkt ins nächste Level rein. Welt 2, 1. Was uns da erwartet? Ich habe keine Ahnung. Es sieht cool aus. Oh, stimmt. Wir haben ja jetzt auch noch diese Sprintattacke. Oh, mit der ich nicht umgehen kann. Ja. Kann man Sachen auch wieder wegmachen? Ich bin nicht der Typ, der dafür bekannt ist, hier seinen Sprint in der Luft zu machen. Aber das wissen wir schon. Aus der letzten Folge, ganz genau. Trotzdem würde ich ganz gerne wissen, was sich hier oben befindet. Das sieht nach einem wunderbar lecker schmeckotastischen Secret aus. Können wir dafür den kaputt machen? Ist das eine Bonus-Stage? Ich hoffe nicht, dass das storytechnisch ist und wir dadurch was skippen. Das wäre gar nicht schön. Sieht aber nach Bonus aus. Was war das denn? Ey, genau deswegen mag ich diesen Sprintangriff nicht. Ich komme gar nicht damit klar. Nee, das ist nicht mein Fall. Vor allen Dingen, weil du dann in der Luft dich auch nicht mehr weiter bewegen kannst. Und, Nee, lieber nicht. So, den können wir mittlerweile ganz entspannt einsammeln. Und auch das hier unten. Oh. Nicht gut. Rein da. Boom. Ist schön auf euch drauf. Let's go. Ja, ich mag den Angriff gar nicht. Wegen sowas. Weil man halt einfach den Gegner rein... Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Dass diese Fähigkeit mich hindert davon, in der Luft anzugreifen. Also, I mean... Technically ist es ein Angriff, aber wenn ihr halt aufhört in dieser Phase zu sein, mitten in einem Gegner, kriegt ihr halt trotzdem Damage. Das ist Kritikpunkt. Boah, wir haben sogar Silber. Ich hoffe, wir kommen jetzt wieder in das normale Level. Weil sonst haben wir einfach alles geskippt in diesem Level, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil sonst würden wir das Level einfach nochmal spielen im normalen Modus. Ja, okay. Dann gehen wir da gleich nochmal rein. Und gehen einfach diesen normalen Weg, der einfach sich für uns in der Theorie verschlossen. Ja, ich fühle das nicht. Ich fühle das gar nicht. Das ist nicht mein Fall. Kann man das abstellen? Das wäre echt cool. Weil jetzt muss ich immer, bevor ich angreifen will, erstmal stehen bleiben. Weil ich sonst einfach... Stupid. Hallo. Weil ich sonst einfach erstmal... Hier sprinte und das will ich nicht. Als ob ich hier nicht durchkommen würde. Oh, damit kann ich aber auch durch Gegner durch. Zack. So. Wir nehmen natürlich die ganzen Erfahrungspunkte mit. Denn die sind erfahrungsgemäß, versteht ihr, wegen Erfahrung und so. Das ist lustig. Nee, ich mag das nicht. Kritikpunkt Nummer 1. Ich mag den Angriff nicht. Ach so, das ist alles nur Bonus. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal wie gerade eben. Okay, Guys, das schneide ich euch aber raus. Also, Guys, das Spiel ist einfach schwerer geworden. Durch eine zusätzliche Attacke, die wir starten können. Das ist angenehm. Aber wir können jetzt wieder ein bisschen grinden. Und wir haben die Magiebarriere noch nicht. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns die direkt mal als erstes. Haben wir da noch genug Geld für irgendwas? Nein. Die ist auch schon direkt Max. Okay.
Was ist hier unten? Okay, hier brauchen wir Fliegen 2. Das heißt, das ist das nächste, was wir uns holen müssten, um standardgemäß hier weiterzukommen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel was angreifen will, dann mache ich immer erst diese... Das ist nicht schön. Was ist das? Beschütze magische Kugeln. In diesen Kugeln steckt unheimlich viel Magie. Der Gegner versucht, die Kugel anzugreifen, um dir kostbare Magie zu rauben. Beschütze die Kugel und schnapp dir die Magiepunkte. Ja, okay. Direkt verstanden, das Ganze. Wieder Cuphead-mäßig. Wie man es kennt. Ja, das Ganze gibt mir actually Cuphead-Vibes. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Wo kommen wir raus? Okay, wir machen jetzt die ganze Zeit das. Ich wollte das nicht. Ich wollte ganz normal angreifen. Oh mein Gott. Stressig. Nein, bitte, hör doch auf. Nein. Hör auf. Uiuiui. Ich glaube, wir kriegen weniger, weil es getroffen wurde. Aber man weiß es ja nicht. Oh, gar nicht gut. Warum ist der oben am schnellsten? Müsste ich nicht einfach nur hier stehen? Der ist einfach durchgefallen. Nein, weg mit dir. Jetzt zum Beispiel hat diese Attacke mir geholfen. Aber das tut sie halt nicht immer. Oh, er ist sehr strong. Er ist sehr strong. Bitte, bitte, bitte. War das knapp. Hier finde ich es dann wieder cool. Volle Leben. Oh, oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt habe ich Angst. Gar kein Stress. In dein Gesicht. Das hat ja gar kein Damage einfach gemacht. Wie kann es sein, dass unsere normalen Angriffe mehr Damage machen als dieser aufgeladene Super-Hyper-Angriff? Das ist weird, aber okay. Sind wir schon wieder am Ende der Stage? Wieso sind die Level so kurz? Das finde ich schade. Die machen Spaß, aber sind sehr, sehr kurz. 693 Magiepunkte. Und den 100er Bonus. Oh nee, 350er Bonus sogar, weil wir es zum ersten Mal geschafft haben. Sehr strong. Kann man mal mitnehmen. Und... hier öffnet sich auch schon direkt der nächste Weg. Wir brauchen aber als nächstes scheinbar die nächste Stufe der Schwebekraft. Habe ich das hier unten richtig gesehen? Oh. Aber dafür können wir jetzt ziemlich hoch fliegen. Was hätten wir unten gebraucht? Ah, den will ich aber eigentlich nicht verstärken. Aber können wir auch noch machen. Komm, warum nicht? Warum nicht? Und die Bomben auch noch. Komm, jetzt hauen wir das Geld aber raus hier. Dann sind wir richtig gut ausgerüstet und können dann auch doch noch hier unten eine wunderbare, leckere Stage antreten. Ja, mein Flug ist leer. Ah, nee, Joke ist er doch nicht. Wie stelle ich mich hier hin? Cursed, cursed. Wie gesagt, kein Fan von diesem... Jawohl, von dieser wunderbaren Attacke, die nicht so wunderbar ist. Hier unten war da noch was? Nee, okay. Es ist weird. Das war's? Ich bin manchmal immer wieder überrascht. Das ist viel zu kurz. Also, hätten die das krasser gemacht und Kirby das Game vorne weggestrichen, wäre das auch 60 Euro wert gewesen. Also zumindest mehr als das Main Game. Oh, Front.
Aber schaut mal, wie hoch wir jetzt schon fliegen können. Also wir haben auf jeden Fall guten Progress gemacht. Und hier unten sogar mit den Bomben 3 direkt das nächste. Let's go, so will ich das, so muss das. So sind wir doch alle zufrieden damit. Okay, die Bomben sind auch so eine Sache scheinbar. Das wollte ich jetzt nicht. Nein. Ja, obviously wollte ich das auch nicht. Jetzt will ich's und jetzt geht's nicht. Es ist cursed. Oh, die zu treffen ist aber auch mies. Let's go. Aber hier haben wir es dann geschafft. Und hier wieder das ganze Geld mitgenommen und raus aus der Stage. Das war's schon wieder. Es geht viel zu schnell. Es ist wirklich, es geht hier Schlag auf Schlag durch. 200er Bonus für erstmal bewältigt. Wir haben schon wieder über 1000. Let's go. Es gefällt mir doch. Ich muss an der Stelle wirklich mal appreciaten, wie genial das doch ist. Und wir können uns nur Kombos leisten und ganz ehrlich, so wichtig sind mir die Kombos noch nicht. Deswegen schauen wir erstmal in 2-3 und nehmen da noch das Game und können es dann vielleicht nochmal was richtig krasses holen. Wie will sie? Wir können. Boah, wir können jetzt richtig fliegen, einfach schon. Ich wollte das nicht. Ich wollte hier schießen. Auf ganz normaler Standardbasis. Und ich will diese Biene hier kaputt machen. Und zack. Let's go. Man kann hier runter? Nein, kann man nicht. Oh, vielleicht, wenn meine Bomben stark genug sind. Ja. Ich muss der geisteskrank weit fliegen. Let's go. I like. Ich habe mich umgedreht. Hier wird Scam noch groß geschrieben. So. Uiuiui. Ich muss weggucken, damit er kommt. Ich habe doch Bomben. Ach man. Let's go. Hier wieder schön alles mitgenommen. Wir haben die ganze Zeit diesen super Angriff, den ich nicht benutze. Ja, komm rein da. Von mir aus. Oh, aber da drüben, da gibt es einen leckeren Orangendrink. Den nehme ich mit. Kann mir nicht schaden, ein bisschen die Leben aufzufüllen. Oder? Sehe ich auch so. Oh, wir können so weit schon jetzt. Oh mein Gott, wie krass. Okay, ich glaube, ich verstehe, was ich machen muss. Ja. Oh mein Gott. Oh, lol. Ich habe den nicht gesehen, ja. Let's go. Ich will die alle direkt kaputt machen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Okay, hier ist wieder ein Kampf. Jetzt will ich dashen, genau. Genau. Also manchmal klappt das und manchmal halt auch nicht. Und hoch. Richtig. Hier drüben rein. Und hier. Jetzt ein bisschen größer. Der auch. Na doch, manchmal ist aber auch gut, was er macht. Oh mein Gott. Oh, wir können auch aufladen. Das wusste ich nicht. Oh Mann, das ist so stupid. Ich will nicht durch ihn durchlaufen. Wie viel Leben hat er denn? Oh mein Gott.
Er war gar nicht so einfach wie erwartet, hä? Aber nun gut, mit wenigen Leben schaffen wir es aber trotzdem ins Ziel. Das Spiel ist auf jeden Fall schwer. Wir haben sogar einen Goldrang. Let's go. Und einen 400er Bonus. Auch let's go. Das Spiel ist auf jeden Fall schwer, aber es ist nicht so unfair wie das Main Game. Ja, ich nutze jede Sekunde aus, um das Main Game zu fronten. Es geht nicht anders. Sorry. Dafür können wir jetzt aber direkt... Oh ja, oh ja. Auf jeden Fall. Also ich bin so Fan davon. Und jetzt holen wir auch noch den Bonus. Komm. Was? Wenn besiegte Feinde mir manchmal Essen hinterlassen, dann wäre das doch super. Ja, das wäre super. Das wäre auch mega krass. Oh, okay, so weit sind wir noch nicht. Das da unten haben wir schon. Was brauchen wir? Level 4 nach oben für 1800. Ja, das haben wir mit Glück vielleicht sogar nach dem nächsten Level. Ich habe Angst, dass das Spiel so schnell vorbei ist, weil wir halt schon in Welt 2 sind. Oh nein, das ist so ein Level. Das habe ich gar nicht bedacht. Ja, lost. Okay. Oh, wichtig aber. Wollte ich auch nicht. Ich sage euch immer Bescheid, wenn ich was will und es nicht will. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ah, meine Facecam ist noch gar nicht da. Geist, es tut mir leid. Wollte ich nicht. Ja, unfair. Einfach unfair. Egal. Ich bin wieder da. Moin. Wollte ich? Das ist das Einzige, was ich kommentiere. Okay, was hat mir das gebracht? Ich hätte auch einfach hochfliegen können. Die Steine haben mich jetzt eher gehindert. Ja, okay. Wollte ich nicht, aber war gut, dass es passiert ist. Oh, bitte. Der Sandtyp. Wichtig auf jeden Fall. Für einen Angriff. Den ich jetzt nicht gebraucht hätte, aber wofür hätte ich ihn sparen sollen? Durch. Let's go. Wichtig auf jeden Fall. Heißt aber nicht, dass wir fertig sind. So. Und runter. Wir haben wieder volle... Lol, seht ihr unsere Lebensleiste unten? Die ist tatsächlich ein bisschen... Wie soll ich sagen? Größer geworden? Also nein, die hat jetzt ein zweites Overlay bekommen in grün. Um zu signalisieren, yo, du hast jetzt mehr Leben. Wichtig. Das darf nur nicht mich touchen. Weil nach oben kommen die Gegner nicht weiter, also wenn ich sie von oben angreife, weil sie halt so geschockt sind. Ja, außer es sind Riesengegner. Oh mein Gott. Ist das geisteskrank. Und sonst gibt es hier nichts mehr. Let's go. Wir haben aber nicht so viel Geld mitgenommen, wie ich gerne mitgenommen hätte. Mal schauen, was unser Bonus ist. 450, das ist halt schon krass. Uns fehlen aber trotzdem noch roundabout 700 für das nächste nach oben schießen Level. Und nach oben schießen benutzen wir ja tatsächlich sehr häufig. Das kann ich auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Und hier ist auch schon der nächste Boss. Bitte was? Wir können uns nichts mehr leisten. Das ist gar nicht gut. Aber mal schauen. Wer ist denn der wunderbare Boss? Sieht aus wie eine Ziege. Ich weiß, was das ist. Das ist ein Steinbock. Alles klar. Wollte ich nicht. Weil ich genau weiß, wenn ich das mache, dass ich in dem Gegner lande. Wollte ich zum Ausweichen? Rein da. Komm, schön Damage.
Das macht gar kein Damage. Habe ich auch eine Verschnaufpause? Oh, ich kann ihn aber richtig gut blocken. Ich wollte eigentlich durch ihn durch. Oh, ich kann das Feuer gar nicht löschen. Das sah vorher so aus. Warte, er geht doch immer nur bis zur... Er geht immer nur bis zur Hälfte. So viel dazu, gell? Das ist unfair gewesen. Alles klar. Was hätte ich tun sollen? Achso. Na klar. Vor allem, du hast auch keine Zeit anzugreifen, weil er hat keine Phase, in der er irgendwie unverwundbar ist. In der er verwundbar ist. So eine Pausephase. Was soll ich tun, wenn er mich einkesselt? Das habe ich gesehen alles. Jetzt ist er wieder in seiner Unverwundbar-Phase. Was ein Scam. Ich kann euch nicht sagen, wo er lang geht, weil er einfach random Wege geht. Bitte mach nicht denselben Fehler wie Kirby. Bitte tu es nicht. Bis jetzt war das Spiel richtig, richtig gut. Und jetzt gab es die erste unfaire Stelle und das war der zweite Boss. Bitte tu es nicht. Tu es nicht. Es ist keine gute Entscheidung, so zu sein wie Kirby. Oh, wir haben aber richtig gut Magiepunkte bekommen. Let's go! Damit holen wir uns direkt natürlich das Angriff nach oben Ultra-Paket. Amazon liefert uns das dann nach Hause. Das ist gar kein Stress. den zweiten Boss habe ich jetzt nicht gefühlt. Der ging wieder in Richtung unfair. Finde ich schade. Oh, stimmt, wir kriegen neue Fähigkeiten. Magalor beherrscht nun die Fatalstachel. Magalor kann Fatalstacheln einsetzen, unten oben B. Hm, klar. Weil er beherrscht nun das Dimensionsverschwinden. Das Obstfragment hat Magalor die Macht des Dimensionsverschwinden L und R in der Luft gegeben. Sehe ich genauso. Stimmt, wir haben auch diese Barriere, die ich noch nicht einmal benutzt habe. Ach, damit sind wir unverwundbar. Aber halt auch nur für den minimalsten Moment. So. Angriff nach oben wird natürlich verstärkt. Ich werde es wahrscheinlich niemals benutzen, weil das die weirdeste Steuerung von allem hat. Deswegen saven wir. Aber wir können jetzt actually nach hier unten gehen und mit dem Angriff nach oben 4 hier das nächste Level meistern. Mal schauen, um was es geht. Ich vermute, um den Angriff nach oben. Oh, oh, oh. Das traue ich mich dann nicht. Hier geht's dann runter. Ja, okay. Low. Oh mein Gott. Okay, aber jetzt konnten wir schon mal so ein bisschen... Was? Das ist unfair. Warum hat das denn keine Kollisionen? Also, warum hat das Kollision von unten? Ach, Mann, warum? Here we go. Diesmal ohne auf die schönste Art und Weise getroffen zu werden. Oder direkt einfach in meinen Untergang zu fallen. War auch ein bisschen mit Betrug verbunden. War auch ein bisschen, ja, aber war okay, ist okay. 500 Punkte haben wir gesammelt. Der Bonus beträgt 200. Let's go. In der ersten Welt war es 100, in der zweiten Welt 200, also für diese Bonus-Stages. Das ergibt Sinn. Finde ich gut. Wie viel haben wir jetzt? Ich habe gar nicht geguckt. Haben wir wieder genug für irgendwas? Ja. Schwebefähigkeit. Hm? Hätte ich gerne mehr von. Ist schon Max.
Okay. Was haben wir gemacht? Ah, stimmt, wir müssen ja jetzt in dritte Welt. So, wie lange können wir denn jetzt fliegen? Oh, wir können damit uns auch bewegen. Okay, das wusste ich nicht. Okay, hiermit sind wir so safe. Was ist hier oben? Kann ich da hin? Theoretisch ja. Aber wir sehen halt nicht. So, Level 3. 1 ist das nächste Level, das uns in den Weg stellt. Und das sieht krass aus. Welt 3 vom Aussehen her jetzt schon schön. Okay, hier oben ist nichts. Ist das, soll das eine Eiswelt sein? Ich habe gelernt, hier jetzt irgendwie krass viel Geld hinzupacken, wäre so krass gewesen. Hätte mich so gut gefühlt. Hallo? Boah, war knapp. Sag ich euch, wie es ist. Und hier rein, direkt. Auf ganz entspannt hier. Oh, lol. Ich kann nicht nach oben angreifen, wenn ich auf einer Leiter bin. Ja, das macht auch Sinn. Da oben ist noch was und jeder Cent ist mir hier Gold wert. Wirklich. In dem Game schon. Oh, kann man hier hoch? Ah, nee, schade. Aber das sah so aus. Oh, aber wir können hier nach... Nee, wir können auch hier einfach so nach oben fliegen. So, und runter da. Let's go. Damit muss ich noch ein bisschen warm werden, weil wir sind ja auch in der Zeit unverwundbar dann. Was halt richtig strong ist. Okay, wir können hiermit auch ein paar Treffer aushalten. Wichtig zu wissen. Natürlich lasse ich den Herrn Kollegen vorgehen. Er besiegt die Gegner für mich. Aber die Gegner droppen gar kein Geld. Warum? Betrug. Das geht nicht. Nein. Wo soll ich den Schlüssel herbekommen? Oder der kommt vielleicht noch. Und dann... Der kommt safe nicht mehr. Der kommt safe nicht mehr. Hä? Wie können wir den... Oh, kann es sein, dass der vielleicht... Weil eben... Oh, wollte ich nicht. Weil wir die Kugel vorgelassen hat, dass die Kugel... Den Schlüssel kaputt gemacht hat. Geht das? Ist das möglich? Alles klar. Rein da. Richtig. Oh, der war One-Hit. Warum war der One-Hit? Hä? Brühl, aber direkt auch schon wieder das Ziel erreicht. Diesmal nur 600 mitgenommen. Ich hätte mir gerne mehr oft, aber wir kriegen ja noch den Bonus von vermutlich mehr als 300. 500, ja. Okay, ne, nehme ich mit. 1170 ist trotzdem sehr, sehr wenig. Aber wir können ja ein bisschen so in so ein paar Dinge rein grinden, glaube ich, mit 1000, oder? Hier brauchen wir schon Stacheln 3? Alles klar, wir gehen in Stacheln. Oh, die sind auch sehr... Ja, okay. Ja, okay, die sind auch sehr günstig. Sorry, Entschuldigung. Ja, okay. Dann haben wir direkt Stacheln 3 auch schon. Was anderes konnten wir uns eh nicht kaufen. Und dann öffnet sich auch hier wieder die wunderbare Tür für uns. Ich muss jetzt ein ganzes Level mit den Stacheln machen, die ich nicht verstehe. Okay. Runter, hoch, Stacheln. Nee, was hat mir das jetzt gebracht? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah, hier sind jetzt die Dinger zu. Ah, okay, okay. Ja, habe ich doch verstanden. Okay, ja, habe ich verstanden. Wie soll ich denn das hier machen? Ja, okay. Oh, von hier vielleicht. Hoch, runter, hoch, runter. Runter, hoch. Aufladen und Shazam. Und jetzt baut sich hier sogar ein Weg für uns. Wo wir sogar ein bisschen was mitnehmen können. Let's go. Okay, okay, okay. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil das ist halt eine weirde Steuerung. Nee. Runter, hoch. Warten bis aufgeladen. So.
Den Key habe ich. Wofür brauche ich den Key? Ich kann mit dem Key klettern. Ich kann mit dem Key klettern. Ich brauche den Key allgemein, um sogar durch die... Okay, okay. Let's go. Zack. Wie viel haben wir mitgenommen? Ich hoffe, genug für das nächste Upgrade. 600 Stück. Das reicht für gar nichts. Ja, 1000. Wie viel haben wir? 1200. Ich glaube, für 1200 kriegen wir gar nichts. Da müssen wir schon ein bisschen mehr haben. Oder? Richtig, richtig. Wir haben auch schon viel Max hier. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Direkt Stage 3, 2 rein da. Letzte Stage heute. Heute eine bisschen längere Folge. Ich hoffe, ihr findet das genauso cool wie ich. Ich feiere das Game halt einfach maximal. Ich werde jetzt auch gleich direkt im Anschluss die dritte Folge aufnehmen. Oh, hier wäre es... Wäre es hier nicht krass, so dieses runter-hoch? Dann so. Boah. Das macht aber kaum Damage. Okay. Lol, Zeissapfen. Zeissapfen. Das könnte entspannt werden. Wenn er dann mal... Dann, wenn ich diese Super-Speed-Attacke möchte, macht er sie nicht. Natürlich. Also wäre auch cringe. Nee, es ist halt immer noch die Kirby-Steuerung und die hat sich ja sowieso schon weird entwickelt gehabt. Und jetzt ist es wieder, glaube ich, die alte. Ich weiß, sie ist auf jeden Fall wieder anders als die Steuerung von Kirby. Die Sprungphysik ist auf jeden Fall different. Und so. Deswegen, ja. Passiert, passiert. Runter hoch. Wichtiger Move. Oh ja, wichtiger Move as well. Wollte gar nicht sprinten. Will den Kollegen hier noch kaputt machen. Oh mein Gott, woher kommen die? Kommen hier unendlich Gegner, unendlicher Grind? Schade. Hier kommt noch mal einer. Zack. Auch er ist hiermit aus dem Weg geschafft. Oh, hier brauchen wir das. Runter hoch. Runter hoch. Bam. Und wir kommen hier unten durch. Wunderschön. So. Runter hoch. Der Angriff braucht halt seine Zeit. Das ist kein Angriff, der mal schnell gemacht ist. Durchlaufen. Kann ja sein, dass der uns den Weg versperrt. Nein, tut er aber nicht. Okay. Oh nein, nicht sowas schon wieder. Das kann ich doch nicht. Uiuiui. Ist hier unten stehen eigentlich nicht eine relativ... strong Idee? Ja, ich glaube schon. Eieiei. Let's go, wichtig. Oh, abgewehrt. Auch wichtig. Und natürlich wieder ein großer. Ich drücke ihm X rein. Oh ja, diesmal macht's gut Damage. Gar nicht gut. Let's go. Diesmal wollte ich jede einzelne von dieser Attacke war gewollt. Das war super. Boah, die haben auch so viele Nachleben noch. Aber nicht alles rausgeholt. Schade. Aber trotzdem waren das 900. Ja. Plus natürlich noch den zusätzlichen Bonus, den wir jetzt bekommen. Der beträgt... Oh, 550. 2700. Let's go. Davon holen wir uns noch was Schönes. Das wird krass. Aber Guys, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ist ein bisschen länger. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Wenn es sowieso gefallen hat, Abo dalassen, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Und ein Like würde mich mega freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.